guten Tag und herzlich willkommen in Lubmin und aus Lubmin zu unserer Pressekonferenz. Ministerpräsidentin Schwesig und Bundeswirtschaftsminister Habeck werden ein kurzes Einführungsstatement geben und danach für Ihre Fragen hier im Zelt in Lubmin zur Verfügung stehen. Frau Ministerpräsidentin, Sie haben zunächst das Wort. Bitte schön. Vielen Dank, lieber Herr Timm. Auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen hier am Standort Lubmin, auch allen Zuschauern und Zuschauern im Livestream und ein ganz besonders herzliches Willkommen nochmal Robert Habeck, unseren Bundeswirtschaftsminister, Bundesenergieminister. Wir waren heute gemeinsam hier vor Ort mit den Partnern RWE und Stena, weil wir uns anschauen wollten, wie kann es gelingen, so schnell wie möglich LNG-Gas über Lubmin einzuspeisen und damit eben die privaten Haushalte, die Bevölkerung, aber vor allem auch die Wirtschaft, die Industrie in Deutschland zu versorgen. Die Bundesregierung hat ja FSRU gechartert, optioniert. Jetzt geht es darum, wie kann das hier eingespeist werden. Und das war Sinn und Zweck dieses Termins, dass wir uns gemeinsam vor Ort ein Bild machen. Es ist möglich, aber es ist eben auch keine Kleinigkeit, dass wir über ein schwimmendes Terminal zukünftig und einer zusätzlichen Pipeline in Lubmin das Gas einspeisen. Das ist eine ganz aktuelle Frage für Energiesicherheit. Alle wissen ja und erleben es vor Ort. Wir hatten gerade letzte Woche auch ein großes Wirtschaftstreffen, auch Demonstrationen, dass sich die Menschen Sorgen machen. Haben wir genug Energie? Insbesondere im Herbst und Winter ist die Energie bezahlbar. Und aus unserer Sicht der Landesregierung brauchen wir drei Dinge. Wir müssen mehr Energie einspeisen. Wir müssen zweitens Energie sparen und müssen natürlich auch mit zum Beispiel einem Preisdeckel die Energie bezahlbar machen. Aber es ist so ähnlich wie bei Mietpreisen. Wenn genug da ist, dann ist es auch die Frage, dass der Preis besser ist, als wenn wir eine Mangellage haben. Und deswegen versuchen wir mit Hochdruck und daran arbeiten wir seit Monaten gemeinsam, genau diese Mangellage zu verhindern. Lubmin ist schon lange ein guter und sicherer Energiestandort. Wir haben die Kernkraft schon längst hinter uns gelassen und arbeiten zweigleisig. Wir arbeiten beim Thema erneuerbare Energien daran, dass es in Zukunft möglich ist, von hier aus nicht nur grünen Strom einzuspeisen, das machen wir längst. Hier wird grüner Strom ins Netz eingespeist von unseren großen Windparks. Wir bauen weitere Windparks aus, sondern dass wir auch hier Wasserstoff produzieren und Wasserstoff weiterleiten. Und deswegen würde ich mit diesem Thema anfangen. Weil bei aller Diskussion jetzt über LNG-Terminals, was wir kurzfristig brauchen, ist unser gemeinsames Ziel von Landesregierung und Bundesregierung, dass wir in Deutschland die Perspektive haben und das Ziel erreichen müssen, alles komplett aus erneuerbaren Energien zu versorgen. Den Strom genauso wie das Wärmethema, aber auch das Verkehrsthema. Mecklenburg-Vorpommern produziert bereits schon doppelt so viel Strom aus erneuerbaren Energien, als wir selbst verbrauchen. Wir sind in dieser Frage schon Stromexportland und wollen das auch bei Wasserstoff werden. Und deshalb ist es sehr gut, dass hier an dem Standort Lubmin Unternehmen auch in das Thema Wasserstoff investieren. Und hier möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei der Bundesregierung, bei Robert Habeck, unserem Bundesenergieminister, dass wir letzten Freitag die klare Botschaft vom Bund bekommen haben. Wir investieren mit euch gemeinsam in Rostock und in Lubmin. Wir wollen hier am Standort Lubmin vor allem in die Zukunft investieren, Wasserstoff zu produzieren und auch anzulanden. Ich will es ganz nach vorne rücken, weil einige den Eindruck haben, jetzt kümmert ihr euch nur um Gas. Nein, so ist es nicht. Wir sind doppelt strategisch unterwegs. Jetzt Krise managen und gleichzeitig in die Zukunft investieren. Und Zukunftsinvestitionen sind erneuerbare Energien. Wir haben genug Wind, wir haben auch Sonne im Norden und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir das zusammen hinkriegen. Ich will hier auch der Bundesregierung danken, denn die Bundesregierung hat in den letzten Monaten Gesetze auf den Weg gebracht, die uns in den letzten Jahren gefehlt haben. Wir können jetzt Genehmigungsverfahren beschleunigen. Dabei kommt auch nicht der Naturschutz unter die Rede. Uns ist weiter wichtig, auf Natur- und Umweltschutz zu achten. Aber wir können eben schneller vorankommen und das brauchen wir. Und gleichzeitig hat die neue Bundesregierung dafür gesorgt, dass wir eben diverser werden, was Gasmöglichkeiten angeht. Russland ist kein verlässlicher Partner mehr und darauf können wir auch nicht mehr setzen, sondern wir müssen setzen. Und das ist das LNG-Gas. Und neben dem Projekt Rigas mit LNG-Gas mit Shuttlen sozusagen nach Lubmin zu bringen, setzen wir eben auch auf das Projekt RWE und Stena mit der schwimmenden Plattform. Und daran arbeiten wir mit Hochdruck und ich möchte mich bei allen Partnern bedanken, dass wir hier an einem Strang ziehen. Wir haben alle das gleiche Ziel. Wir wollen uns
versorgen. Wir wollen, dass die Energie sicher ist und dass niemand abgeschaltet wird. Und daran arbeiten wir mit Hochdruck. Vielen Dank nochmal an die Bundesregierung. Das ist nicht hier unser erster Termin, es war unser erster Termin vor Ort. Aber wir sind seit vielen Wochen und Monaten im engen Austausch. Und die Bundesregierung muss ja gerade das eine oder andere auch an Diskussionen aushalten. Und ich will sagen, es ist aber die Bundesregierung, die frühzeitig erkannt hat, dass wir uns diverser aufstellen müssen, was Energiepartner angeht und Energieformen angeht, und hat hier wichtige Weichen gestellt. Und das ist gut, das sollen auch die Bürgerinnen und Bürger wissen, denn es ist ja die Voraussetzung, dass wir überhaupt zusammen durch den Winter kommen. Das ist unser Ziel. Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Ministerpräsidentin, liebe Manuel, auch von mir noch ein paar Dankeschön, einleitende Worte. Energiepolitik setzt sich immer aus drei Bestandteilen zusammen: Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Nachhaltigkeit. Und zu allen dreien ein paar Sätze. Die Bezahlbarkeit hat im Moment stark gelitten. Ja, teilweise ist Energie unbezahlbar, jedenfalls für viele Haushalte nicht bezahlbar. Der Grund dafür ist, dass die fehlenden Mengen von russischem Gas auf dem Weltmarkt neu besorgt werden müssen. Das ist der Grund des Preises. Die Zurücknahme bzw. Nichtlieferung von Gas aus Russland und dem Strombereich, aber das soll nicht im Mittelpunkt der Pressekonferenz heute stehen, vor allem der Ausfall der Stromproduktion in Frankreich, der französischen Atomkraftwerke, sodass andere Strommengen auf einem knappen Markt nachgeliefert werden müssen. Für den Gasbereich brauchen wir also Alternativen. Die kauft Europa, Deutschland auch, auf dem Weltmarkt ein. Wir holen uns andere Lieferanten, die das russische Gas ersetzen müssen. Das Gasangebot weitet sich langsam aus. Die Bundesregierung ist mit vielen Ländern permanent im Gespräch, auch mit den Ländern auf der arabischen Halbinsel. Sie erinnern sich daran, dass ich Anfang des Jahres in Katar und in den Vereinigten Arabischen Emiraten war. Und die Gespräche sind stetig weitergegangen und der Bundeskanzler fährt nächste Woche in die Vereinigten Arabischen Emirate und wird sicherlich dort einige Verträge, die dann aufsetzend auf den Arbeiten gemacht wurden, für LNG unterzeichnen können. Aber es ist eben nicht nur die Vereinigten Arabischen Emirate, sondern es sind die anderen Länder, die afrikanischen Länder, die südasiatischen Länder, die LNG-Kontingente abgeben. So schließen wir die Lücke, die das Fehlen von russischem Gas gerissen hat. Bis dahin müssen wir die Bezahlbarkeit durch Unterstützungsmaßnahmen für die Bürgerinnen und Bürger, die Verbraucherinnen und die Verbraucher, aber auch für die Unternehmen in diesem Lande sicherstellen, indem wir die Preise so schützen und die Zuschüsse an die Bürgerinnen und Bürger so ausrichten, dass die Menschen nicht in Energiearmut rutschen. Aber das ist die Bekämpfung des Symptoms und nicht der Ursache. Die Ursache ist, Gas woanders her zu besorgen und dann ins Land zu bringen. Und dieses ins Land bringen, das ist Deutschlands großes Problem. Wir haben die Möglichkeit, wie eben gesagt, Gas einzukaufen, aber wir haben nicht die Infrastruktur, es ist ins Land zu bringen, außer eben über Lubmin Nord Stream 1. Mit Hochdruck arbeiten wir daran, diese Infrastruktur zu schaffen, damit das Gas ins Land kommen kann. Es wird dann mit Schiffen transportiert. Auf diesen Schiffen ist das Gas gekühlt und verflüssigt. Dann wird es wieder zu Gas verwandelt, regasifiziert und dann in das System eingespeist. Das tun wir an einigen westdeutschen Standorten. Aber natürlich, und das macht diesen Termin in Lubmin zu einem besonderen, ist die Infrastruktur, die hier gebaut wurde, onshore, auf dem Land, eine große Infrastruktur, die ja zur Verfügung steht. Also war der Gedanke immer naheliegend, wie können wir denn diesen besonderen Ort Lubmin auch für diese schnell durchzuführende Transformation nutzen? Und zwei Projekte gibt es ja jetzt. Eins, das heute nicht im Mittelpunkt steht, wird hoffentlich schon zum Jahreswechsel am Start sein, von Regas, wo die Schiffe pendeln, das Gas an den Standort Lubmin bringen. Das zweite steht im Mittelpunkt dieses Termins heute. RWE und Stena bauen eine Pipeline noch einmal parallel, mehr oder weniger parallel zu Nord Stream 2 raus, 30, 40 Kilometer vielleicht raus, noch einmal weg von der Küste, errichten auf hoher See erst einen Tripod und dann ein Jack-up, eine feste Dockingstation, wo die Schiffe anlegen können. Und dann wird das Gas auf hoher See in die Infrastruktur in Lubmin geführt.
Das Ganze geschieht wie alles im Moment unter Hochdruck. Und ich will noch einmal unterschreiben, was für ein ambitioniertes, ehrgeiziges und kreatives Projekt dies ist, diese Infrastruktur, die hier landseitig gebaut wurde, dafür dann zu nutzen. Das Projekt ist so ambitioniert, dass es natürlich sehr voraussetzungsreich ist. Es müssen die Rohre besorgt werden, es müssen die Verlegeschiffe besorgt werden, es müssen die Menschen besorgt werden, die das alles betreiben, es müssen die Planungs- und Genehmigungsverfahren durchgeführt werden und alles muss ineinander greifen. Wenn es aber ineinander greift, haben wir dann ab der zweiten Jahreshälfte nächsten Jahres eine deutlich größere Möglichkeit, Gas nach Deutschland über den Standort Lubmin zu holen und damit die Versorgungssicherheit, aber auch die Günstigkeit wieder besser garantieren zu können. Denn damit weitet sich ja das Angebot an Gas im deutschen und im europäischen Markt aus. Insofern ein zentrales Projekt für die preisdrückende Wirkung des Angebotes wie für die Versorgungssicherheit, die wir in Deutschland herstellen müssen. Und der letzte Punkt, den hat Manuela Schwesig dankenswerterweise sehr hervorgehoben, alles, was wir bauen im Moment, die gesamte Gasinfrastruktur, ist immer wasserstofffähig. Das heißt, in dem Moment, wo der Hochlauf von Wasserstoff, der durch Elektrolyse meistens erzeugt wird, steht, wo also das Angebot da ist, können wir diese Infrastruktur nutzen, um dann Wasserstoff oder Derivate von Wasserstoff ans Land zu holen, sodass auch eine klimaneutrale Energieversorgung immer gleich mitgedacht wird. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist ein besonderer Termin, es ist ein besonders ehrgeiziges Projekt und es ist ein besonders wichtiges Projekt und ich danke allen, die diesen Termin, aber noch viel mehr denjenigen, die die Arbeit an diesem Projekt so engagiert vorantreiben und damit ihren Beitrag leisten, dass Deutschland über diesen Winter und zum nächsten Winter hin gut und robust aufgestellt ist. Vielen Dank. Die erste Frage kommt von Julia Klamm für RTL und NTV. Frage antworten. Die zweite Frage ist eine Frage, die die Bundesregierung beantwortet und da habe ich vollstes Vertrauen in unsere Bundesregierung. Zur ersten Frage, ja, Mecklenburg-Vorpommern hat sich eingesetzt für die Infrastruktur Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Aus welchem Grund? Das kann man gerade ganz aktuell sehen, dass wir eben preiswerte Energie haben. Das russische Erdgas war wesentlich preiswerter als zum Beispiel LNG-Gas, für das wir auch gar keine Infrastruktur haben. Und unser Ziel war immer, dass die Menschen in unserem Land, nicht nur in MV, sondern in ganz Deutschland, aber vor allem die Wirtschaft, bezahlbare Preise hat. Unsere Wirtschaft muss wettbewerbsfähig bleiben. Das gilt für den kleinen Bäckermeister, intensive Produktion, große Produktionsunternehmen. Und wir haben in Deutschland, aus gutem Grunde setzen wir uns politisch in Deutschland dafür ein, dass wir gute Löhne haben, gute Tariflöhne. Wir haben auch hohe Lohnnebenkosten, die haben wir auch zu Recht für die Pflege, für die medizinische Versorgung, für die Arbeitslosenversicherung. Aber wir hatten auf der anderen Seite immer preiswerte Energie. Und wenn diese Energie jetzt eben sehr stark ansteigt, die Preise, dann sehen wir, dass dabei die Wirtschaft in die Knie geht. Und das wollen wir dringend verhindern. Akut, ganz punktuell mit Maßnahmen, die die Preise dämpfen, aber eben, indem wir jetzt weiter andere Energie einspeisen. Und ich sage es ganz deutlich, dass mit dem Finger in den letzten Wochen und Monaten auf unser Land gezeigt wurde, ist nicht richtig. Es gibt drei große Probleme, warum wir in dieser Lage sind. Das Problem ist nicht hauptsächlich Nord Stream 2. Durch Nord Stream 2 ist gar kein Gas geflossen, übrigens auch kein Geld. Damit hat Putin kein Geld verdient, da hat er nur Geld mit versenkt. Unser Problem sind drei Dinge. Es gab in der Vergangenheit keine Energiebedarfsrechnung. Wenn man aus Kohle und Atomkraft aussteigt, dann war immer klar, dass man Gas für eine Übergangszeit nutzen muss. Nochmal, unser Land plädiert sehr stark für Erneuerbare und da sind wir auch schon weiter als viele andere Länder. Aber man braucht Gas für die Übergangszeit. Das wurde auch bestritten sehr oft. Jetzt sehen alle, dass man es braucht. Und in dem Zusammenhang gibt es das Problem, dass das Bundesenergieministerium und die Bundesnetzagentur in der Vergangenheit keine richtige Energiebedarfsplanung gemacht hat. Das hat übrigens der heutige Kanzler Scholz im letzten Jahr schon mehrfach kritisiert, dass es nicht diese konkrete Planung gibt.
aber da hat es ehrlich gesagt kaum einen interessiert, auch wenig die mediale Öffentlichkeit. Wenn man diese Planung gemacht hätte, hätte man gesehen, wie hoch eigentlich auch der Gasbedarf ist. Und Mecklenburg-Vorpommern hat sich zu keinem Zeitpunkt dafür ausgesprochen, dass man nur auf russisches Gas setzen sollte. Es ist richtig, weitere Alternativen zu haben. Aber dass der Süden zum Beispiel nicht mit anderen, an andere Erdgas-Pipelines angeschlossen ist, das ist nicht die Entscheidung von Mecklenburg-Vorpommern. Das will ich auch nochmal deutlich sagen. Der zweite Punkt, wir haben jetzt endlich ein Bundesenergieministerium und ein Bundesenergieminister, der genau diese Planung macht und der mit Gesetzen dafür gesorgt hat, und das ist das zweite große Problem für Deutschland, dass die Gasspeicher voll sein müssen. Dass die Gasspeicher zu keinem Zeitpunkt überwacht wurden und dass es auch keine Regeln gab, dass die voll sein müssen, das ist ein Fehler, aber damit hat Mecklenburg-Vorpommern nichts zu tun. Wir sind ein Land, in dem die Infrastruktur ankommt. Wir haben nicht zu bestimmen, wer ans Netz geht, wer welche Verträge macht, wer welche Gasspeicher sozusagen kontrolliert. Und deshalb ist es nicht richtig, wenn man sich selber viele Jahre sicher aus Nord Stream 1 über Lubmin und Mecklenburg-Vorpommern versorgen lässt, mit dem Finger auf MV zu zeigen. Unser Problem ist ja gerade nicht eine Pipeline wie Nord Stream 2, die gar nicht am Netz ist. Unser Problem ist die Pipeline Nord Stream 1, dass da kein Gas mehr durchgeht und dass uns Alternativen fehlen. Für diese Alternativen hat Olaf Scholz auch schon im letzten Jahr geworben, dass wir eben LNG-Terminals brauchen. Auch das wurde ja eher kritisiert anstatt befördert. Und deswegen ist es gut, dass die Bundesregierung jetzt genau die drei Sachen macht. Dass wir LNG zusätzlich als Energieeinspeisung haben, dass die Bundesregierung Gesetze macht, mit denen wir Erneuerbare besser ausbauen können und nicht deckeln. In der Vergangenheit wurde zum Beispiel Offshore-Windkraft gedeckelt. Das haben wir nie verstanden. Die fünf norddeutschen Ministerpräsidenten haben sich öffentlich 2019 leider auch wenig beachtet, aber auch mit einem Brief an die damalige Bundeskanzlerin gewendet, weil dort in 2019 schon sichtbar war, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien stoppt. All das macht die jetzige Bundesregierung. Die Bundesregierung hat jetzt Gesetze auf den Weg gebracht, dass es schneller geht. Wir haben auch keinen Offshore-Deckel mehr. Die Bundesregierung überwacht die Gasspeicher. Die Bundesregierung hat weitere Energiequellen, die wir jetzt erschließen. Und da hilft Mecklenburg-Vorpommern. Und um es auf den Punkt zu bringen, ohne Nord Stream gäbe es auch keine Verteilstation ab Lubmin für ganz Deutschland. Die An-Land-Verteilstation Eugal, Opal hat einen Bezug zu Nord Stream. Und dass wir die Verteilstationen haben auf diese Pipelines, das können wir jetzt nutzen. Das nutzen wir für die Versorgung. Und insofern sagen wir ganz klar, Russland ist kein verlässlicher Energiepartner mehr. Mecklenburg-Vorpommern beteiligt sich daran, jetzt die Probleme zu lösen mit der Infrastruktur, die wir haben. Nur ein Satz noch. Die Speicherstände nähern sich den 90%. Und das, obwohl wir nicht mehr zu jedem Preis einkaufen und das, obwohl kein Gas mehr durch Nord Stream 1 kommt und die Gaspreise sind in den letzten drei Wochen von 350 Euro, wo sie standen, auf deutlich unter 200 Euro runtergegangen. Das ist schon eine starke Leistung, wenn ich das so sagen darf, denn das ist nicht vom Himmel gefallen, es ist Resultat von vorausschauender Planung, die uns jetzt eben auch ermöglicht zu sagen, natürlich wird das Gas wieder ausgespeichert, es steht dem Markt zur Verfügung und wir werden es nutzen. Und insofern ist damit auch die politische Ansage getroffen, dass wir nicht mehr zu jedem Preis Gas brauchen. Das nur als Unterstreichung dessen, was die Ministerpräsidentin gesagt hat. Und ansonsten zu Ihrer Frage, was die Ausrüstung der ukrainischen Armee angeht. Der Krieg entwickelt sich dynamisch. Deutschland wird immer wieder weitere Hilfsmaßnahmen für die Ukraine zur Verfügung stellen. Das tun wir auch regelmäßig und wir werden es immer in den Kreis der Alliierten abstimmen. Die nächste Frage von Martina Radke von der Ostsee-Zeitung. Herr Rabe, wenn ich vorhin die Ambitioniertheit dieses zweiten LNG-Projektes zurückgehen, meine Frage steht in die Richtung, die Bundesregierung hatte im Frühjahr mit meinen Geschäften über die deutsche Gaskonstruktion genommen. Bestehen solche Überlegungen auch vielleicht für die Nord Stream 2 in dieser Pipeline zu nutzen, um das Gas hier nach Berlin anzulangen? Nein, solche Überlegungen gibt es nicht. Wir haben die Treuhänderschaft für Gazprom Germania übernommen, um die Energieversorgung in Deutschland zu sichern, weil wir gesehen haben, dass dort über eine nicht leicht zu durchschauende Übernahmeaktion der deutsche und ich würde damit sagen der europäische Energiemarkt verunsichert, möglicherweise zerstört werden sollte. Das hat es uns ermöglicht, sowohl in den Speichern mit den Anteilen, die von Gazprom Germania betreut werden, voranzukommen,
ist ja bekannt, dass Gazprom Germania seit Sommer letzten Jahres angefangen hat auszuspeichern, also die Speicher komplett geräumt hat. Das, was ich eben gesagt habe, wäre nicht möglich gewesen ohne diesen Schritt, den wir durchgeführt haben. Und es hat es auch ermöglicht, die Versorgung damit in Deutschland ein Stück weit abzusichern. Für die Pipelines ist das nicht geplant. Deswegen bauen wir alternativ, oder wir, das klingt immer so, als ob Manuela Schwesig und ich da mit dem Schiff rumfahren und den Wacker bedienen. Fleißige Menschen werden unter der Leitung von RWE und Stena eine plus minus 40 Kilometer lange Leitung rausbauen, auf die hohe See bauen und dann draußen auf der See eine Tankstelle für Deutschland, eine Gastankstelle für Deutschland errichten. Und das ist dann die Alternative zu den Pipelines. Was mit denen passiert, kann heute kein Mensch sagen. Wie ist das realisierbar? Also wir sprechen von einem Zeitraum von einem Jahr, in dem dieses Projekt für Pipeline auch gebaut werden soll. Die Nord Stream 2 gebauten haben wesentlich länger gedauert. Wie schätzen Sie die Möglichkeit der Realisierung ein? Ich schätze sie als realistisch ein. Das heißt natürlich auch, dass immer irgendetwas passieren kann, das die Projekte aus dem Zeitplan bringt. Fliegerbomben werden gefunden, Leute kriegen Corona, auf einmal, das wird auf hoher See gebaut, schlechtes Wetter, auf einmal geraten wir 3 oder 4 Wochen aus dem Rhythmus und das kann dann Folgekonsequenzen haben. Wir operieren hier wirklich unter Hochdruck und noch einmal wir heißt alle, die Genehmigungsbehörden, vor allem die Firmen, die die Werke in die Tat umsetzen. Aber wir müssen eben auch beweisen, dass wir in einer Zeit wie dieser schneller planen, schneller genehmigen und schneller bauen können, als es sonst so Usus in Deutschland ist. Und wir haben das mit ganz gutem Fortschritt jetzt an den beiden Standorten Wilhelmshaven und Brunsbüttel gezeigt. Es gibt eine gute, realistische Chance. Ja, es sieht gut aus, dass dort die beiden FSRU-Schiffe ab Jahreswechsel in das deutsche Gasnetz einspeisen können. Das hilft schon mal sehr für diesen Winter. Wenn alles gut läuft, die Sparsamkeit in Deutschland hoch ist und wir ein bisschen Glück mit dem Wetter haben, kommen wir, das hätte ich vor ein paar Monaten noch nicht gesagt, haben wir eine Chance, gut über den Winter zu kommen. Eine Chance. Das sind Voraussetzungen, die dafür erfüllt werden müssen. Das heißt aber auch, dass die Speicher dann am Ende des Winters wieder leer sein werden. Und in diesem Fall richtig leer, weil wir das Gas nutzen werden, habe ich ja eben angekündigt und gesagt. Und das heißt, wir müssen dann schnell wieder einspeichern. Die Speicher müssen für den Winter 23, 24 voll sein und die Versorgung muss durch weitere Schritte gesichert werden. Und deswegen ist dieses Projekt von Lubmin, gerade wegen der besonderen strategischen, auch im Gasnetz strategischen Bedeutung, so eminent wichtig. Sie haben recht, wenn man da drauf guckt und die Zeitpläne sieht, dann kann einem schon ein bisschen der Atem stoppen. Und wäre es eine normale Zeit, würde man sagen, na ja, ein Jahr mehr oder weniger und dann denken Sie an den Berliner Flughafen und aus dem einen Jahr werden dann 7 oder so etwas. Aber da sind wir nicht. Es muss gelingen und ich weiß, dass alle mit dem Messer zwischen den Zähnen daran arbeiten, dass es gelingt. Die nächste Frage von Christopher Hirsch von der DBA. Unterm Strich muss ich sagen, das Geld muss aufgebracht werden. Ich habe ja schon gesagt, die Ursache sind die hohen Preise durch Ausfallen von Produktionsmengen oder Liefermengen, russisches Gas, französischer Atomstrom. Das sind die Ursachen, die müssen auch am Ende an der Ursache behoben werden, die Preise müssen runter. Bis wir die Preise runter haben, Infrastruktur ausbauen, andere Lieferwege etablieren, müssen wir die Menschen unterstützen in Deutschland. Das scheint mir die logische Konsequenz zu sein und ich sehe nicht, wie man dagegen anargumentieren kann. Und als Wirtschaftsminister muss ich sagen, und auch die Unternehmen. Denn man denkt immer, oder man sagt so, die Wirtschaft und naja, das sind irgendwie die Leute, die die Gewinne abschöpfen. Die Wirtschaft, das ist dieses Land. Das sind die kleinen Unternehmen, das sind die Handwerksbetriebe, das sind natürlich auch die großen Arbeitgeber, die Menschen in Lohn und Beschäftigung halten.
wir werden nicht garantieren können, dass wir jeden Gewinnausfall kompensieren. Das ist nicht möglich, das kann die Politik nicht leisten. Das heißt auch nicht, dass jede Bürgerin und jeder Bürger mit dem gleichen Einkommen ohne Wohlstandsverlust aus dieser Zeit hervorgeht. Das sage ich nicht. Aber dass wir die ökonomische Substanz dieses Landes und auch die gesellschaftliche, demokratische, soziale Substanz dieses Landes erhalten müssen, das sage ich sehr wohl. Und das ist für mich das Erste und entsprechend muss das Geld aufgebracht werden. Die nächste Frage von Andreas Becker vom Nordkorea. Das muss ich ein bisschen sortieren. Die Bundesregierung hat drei Säulen, wenn Sie so wollen. Das eine ist die Beteiligung an den FSIU-Schiffen, die haben wir gechartert. Also die Bundesregierung ist zu einem Zeitpunkt, als vielleicht auch nicht völlig klar war, wie sich die Gassituation entwickelt, in Vorleistung getreten und auf dem Weltmarkt diese Regasifizierungsschiffe besorgt, ohne ganz genau zu wissen, wer sie betreibt. Das war eine politische Entscheidung, auch eine persönliche Entscheidung, dass wir uns lieber verhauen lassen oder ich mich verhauen lasse für zu viel Geld, für zu viel Vorsorge, als im Herbst dieses Jahres festzustellen, ach, hetzte man. Und jetzt zahlt sich das aus und erweist sich als richtig, weil der Weltmarkt jetzt leergefegt ist. Jetzt gibt es diese Schiffe gar nicht mehr im Angebot und nur noch zu horrenden Preisen. Die werden aber weiter verchartert und werden ja genutzt und über die Betreiberfirmen kommt durch die Nutzung dann Geld wieder zurück. Aber da ist die Bundesregierung in Vorleistung wie in Verantwortung, dass es funktioniert, deswegen auch heute hier dieser Termin. Das zweite ist eine Beteiligung, bisher nur eine, am Terminal Brunsbüttel. Auch da haben wir Anfang des Jahres entschieden, die LNG-Terminals waren ja schon lange in der Diskussion, aber man hat sich, es war nie ein Business Case, auch weil Manuela Schwesig hat es gesagt, bei Nord Stream 1 und perspektivisch Nord Stream 2, also die Pläne, günstigeres Gas nach Deutschland bringen würde. Daneben war kein Raum für eine Alternative, kein ökonomischer Raum. Wir haben Anfang des Jahres entschieden, dass wir diese Alternative brauchen und dass wir uns deswegen an dem LNG-Terminal, an einem in Brunsbüttel beteiligen. Das ist das Zweite, das ist über eine Beteiligung der KfW. Zu 50% ist der Staat damit drin organisiert, sodass wir dort Mitspracherechte, Planungsrechte, aber eben auch die notwendigen Pflichten haben. Und das Dritte ist, dass wir, das haben Sie angesprochen, und das war ja auch eben schon eine Frage, die Unternehmen, die Gas einkaufen und den Gasmarkt steuern, die Großen nicht fallen lassen werden. Das war Gas von Germania mit der Treuhand, das ist Uniper mit den Anteilserwerben, die wir gegeben haben. Und ich glaube, ich verrate kein Geheimnis, wenn wir auch VNG, den dritten großen Player, so stützen werden, dass er nicht insolvent geht oder vom Markt verschwindet. Und entsprechend der Anteile bei Uniper und entsprechend der Treuhand haben wir natürlich Einfluss auch auf das Geschäftsunternehmen von diesen Unternehmen. Also da gibt es dann staatliche Mitspracherechte, entsprechend der Anteile bzw. der Rechtskonstruktion, die man geschaffen hat. Ich habe noch zwei Fragemeldungen. Zunächst Stefan Koslik für die Schweriner Volkszeitung. Ja, ich stimme politisch nicht zu, das glaube ich ist auch bekannt. Man kann das nicht trennen, die Frage, ob man damit Putins Willen erfüllt und die Frage, ob man Nord Stream 2 öffnet. Das ist keine privatwirtschaftliche oder rein preisliche Frage. Es ist ein Projekt, das Deutschland in die strategische Abhängigkeit von Russland gebracht hat, würde Nord Stream 2 geöffnet werden, würde diese strategische Abhängigkeit fortgeschrieben werden. Und da mag man unterschiedlich drauf gucken. Ich gucke allerdings sehr klar drauf. Eine strategische Abhängigkeit von einem Menschen, der Europa mit dem Krieg überzieht, für den inzwischen Zehntausende wahrscheinlich gestorben sind oder mehr als Zehntausende gestorben sind, ist falsch. Und all die Bemühungen, die wir hier unternehmen, der Termin heute, unterstreicht, dass wir uns eine Alternative schaffen.
Und die müssen wir auch gehen, sonst wäre dieser Weg falsch. Und die Schlussfrage kommt von Michael Rüting vom NDR. Es war ja immer die große Befürchtung, dass Nord Stream 2 ein Investitionskraft sein wird. Herr Weil hat heute gesagt, Ministerpräsident in Niedersachsen, dass er davon ausgeht, dass Nord Stream 2 niemals in Betrieb gehen wird. Frage an Sie beide, denken Sie das auch so, dass das Vertrauensverhältnis so nachhaltig erschüttert ist, dass man darüber gar nicht mehr zu reden braucht? Ich stimme Herrn Weil zu, wenn er deutlich macht, dass das Vertrauensverhältnis zu Russland nicht nur erschüttert ist, sondern es besteht nicht mehr. Russland führt Krieg in Europa, einen völkerrechtswidrigen Krieg, und Russland ist kein verlässlicher Partner. Und deswegen kann ich auch, ich kenne auch die Position aus unserer Bevölkerung zum Thema Nord Stream 2, aber ich kann nur sagen, wir können nicht auf so einen Partner setzen. Darauf kann man nicht vertrauen. Und deshalb ist es wichtig, andere Wege zu gehen. Ich habe aber heute schon deutlich gemacht und will es noch einmal sagen, man kann aus heutiger Sicht Nord Stream 1 und 2 anders beleuchten, aber durch die Investition von Nord Stream haben wir eben auch ein großes europäisches Gasverteilnetz ab Lubmin, nicht nur für Mecklenburg-Vorpommern, für Ostdeutschland, bis nach Tschechien, bis in den Süden, nach Bayern, Baden-Württemberg, Herr Söder war vor kurzem hier. Und diese Infrastruktur bleibt. Und diese Infrastruktur nutzen wir eben jetzt auch zum Beispiel für LNG-Gas, und darauf sollten wir uns konzentrieren, und da arbeiten wir mit Hochdruck dran, und das ist ja etwas, was wir für die Wirtschaft, für die Bevölkerung im Land nutzen können. So, ja, ich stimme zu, und ich sehe kein Szenario, kein absehbares Szenario, wo Nord Stream 2 eine Rolle für die Energiesicherheit in Deutschland spielt. So, jetzt gibt es noch eine Wortmeldung von Reuters, beim Namen müssen Sie mir leider einmal helfen. Ja, Alex, Sie haben ja gesagt, Sie lassen VNG auf mich hängen. Wie ist denn der Stand bei der Verstaatlichung von Uniper, VNG und anderen Gasbesorgern? Genau würde das dann aussehen? Die Situation hat sich ja dynamisch entwickelt. Über den Sommer haben wir extrem hohe Gaspreise gesehen, der Ausfall von Nord Stream 1. Oder die Komplettreduktion der Gaslieferungen in Nord Stream 1 Ausfall, das nehme ich zurück, das ist es ja nicht, sondern es ist ein vorgeschobener Vorwand, aber die Liefermengen sind auf Null gefallen. All das hat die Situation im Gasmarkt natürlich noch einmal verändert. Insofern sind wir auch immer in Gesprächen mit den Unternehmen, unsere Hilfe oder unsere Unterstützung zu verändern, und wenn wir diese Gespräche abgeführt haben, dann trete ich für die Kameras und erläutere die Details. Das war's von uns, meine Damen und Herren. Vielen Dank für Ihre Fragen.